Dankeschön. Vielen Dank. Wunderbar, es freut mich. Schaut das super aus. Vielen Dank. Willkommen bei der 5. Ausgabe des Salzburger Sprösslings, dem Salzburger Publikumskabarettpreis. Ich muss mich fast entschuldigen, weil keine 2 Wochen nach der großen Wahl muss ich euch schon wieder zur Wahl bitten. Ich hoffe trotzdem auf 100% Wahlbeteiligung heute. Eine Frage an euch. Wer war noch nie beim Salzburger Sprössling dabei? Doch, einige. Immer wieder ein paar Neulinge, das freut mich sehr. Für mich heißt es, ich sage noch mal kurz ein bisschen was zum Ablauf. Es kommen jetzt der Reihe nach 7 ganz hervorragende Kabarettistinnen und Kabarettisten auf die Bühne. Ihr seht die Namen da schon eingeblendet. Ich gehe ein bisschen auf die Seite. Jeder und jede hat eine Nummer und die Nummer könnt ihr dann am Ende, nach allen Auftritten, auf die Walnuss schreiben, die ihr am Eingang bekommen habt. Ist wer dabei, der keine Walnuss bekommen hat? Die Schreiber werden natürlich dann verteilt. Macht euch keine Sorgen, wir haben das schon ein paar Mal erprobt. Die Stifte funktionieren auch auf Walnüssen. Das hat immer ganz hervorragend funktioniert. Eine Sache noch, wenn ihr dann eure Stimme abgegeben habt oder eure Walnuss, dann gehen wir kurz raus zum Auszählen. Euch würde ich bitten, dass ihr dann sitzen bleibt, erstens, weil natürlich dann noch einmal ein großes Finale kommt mit den 2 Besten des heutigen Abends. Dann dürft ihr noch einmal abstimmen und zwar mit Applaus, wer dann tatsächlich der Sieger oder die Siegerin wird. Und es gibt, während wir auszählen, eine kleine nette und, so denke ich, doch lustige Überraschung für euch. Also da zahlt sich's dann aus, dass man auch in der kurzen Pause sitzen bleibt. So, ich glaube, es ist soweit alles klar. Gibt es Fragen von eurer Seite? Das taugt mir am besten. Dann können wir jetzt anfangen. Die 7 Namen habt ihr dann noch mal eingeblendet. Und wir beginnen mit Claudia Pichler. Applaus für Claudia Pichler, bitte. Ja, grüß euch. Servus. Ich bin Claudia. Das ist mein erster Wettbewerb, aber es hilft ja nichts. Es ist auch mein erster Auslandseinsatz. Also heute ist ja nicht nur Ladies First, sondern auch Bavaria First. Ihr hört es schon, ich komme aus München. Und ich wohne da eben direkt an der Isar, weil ich bin total naturverbunden. Also wirklich, aber ich kann es euch gleich sagen, die Isar in München, das könnt ihr vergessen, weil sobald der Boden nicht mehr gefroren ist, kriechen die ganzen Isar-Preisen aus ihren Löchern und grillen alles nieder. Also ich, der packt das nur schwer, ich bin eben so ein Naturmensch. Setzt euch nur her. Soll ich mal anfangen, oder geht's? Nein, ich muss sagen, meine einzige Rettung ist also mein Schrebergarten im Münchner Umland. Raus aus der City aufs Land. Ich mache Urban Gardening in München-Eching auf 30 Quadratmeter Mietgarten. Und Eching ist wirklich idyllisch schön. Also wenn ich in meinem Garten bin, da verbinde ich mich total mit der Natur. Ich habe ganz klassisch angefangen mit dem Anbau von Obst und Gemüse. Aber vieles wird dir da sehr schnell madig gemacht. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sage nur Rostmilbe, Würmer, Apfelwickler, Frostspanner, Buchsbaumzünsler, Schnecken. Ich habe es alles gehabt. Zum Glück gibt es da im Obi Gartencenter ganz feine Produkte dagegen. Ja, auch gegen Unkraut. Man muss schon was tun. Also ich weiß schon, was da kommt. Da kommt immer was mit A und was ist mit den Allergien und so, weil es ist schon so, dass ein paar Leute haben also bisher behauptet, sie hätten also auf den Verzehr von meine selbst angebauten Produkte hin, hätten die also reagiert. Also so mit Ausschlag, Übelkeit, Herzrhythmusstörungen. Aber nein, das ist wirklich ein Schmarrn, weil wer von meine Himbeeren einen Ausschlag kriegt, der war doch vorher schon nicht ganz gesund. Und ich grille auch sehr gern, aber ich bin total tierlieb, also ich grille sehr schonend. Bei mir wird nur professionell gegrillt.
Ich habe einen Weber Gasgrill Spirit 3, die Dreifaltigkeit unter den Grills. Ja, das ist kein Schnäppchen, aber ich bin ja nicht blöd, ich habe das ganz gut finanziert. Da hat mir die Sparda-Bank in München sehr geholfen, weil was tat ich jetzt in München mit einem Bausparvertrag? Also da kann ja eh nie was bauen. Jetzt haben wir die das umwidmen lassen auf diese, für diese Grillinvestition. Und es ist schon so, beim Grillen kannst du viel Fehler machen. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass du vorm Verzehr das Ergebnis von deinem Grillen eben fotografierst. Und ich teile dann meine Grillkünste gern auf Instagram. Aber ganz ehrlich, da ernte ich jedes Mal einen Shitstorm. Jedes Mal. Also wirklich, diese geschubsten Tierfreunde und militanten Fruktarier, die machen mich fertig. Also das ist unglaublich. Und ich weiß auch nicht, die haben einen Ton drauf und auch eine Rechtschreibung und Grammatik. Also die sind alles Legastheniker, wenn du mich fragst. Ich weiß nicht, liegt es am Eiweißmangel? Aber jedenfalls, nein, weil die können das und das können die nicht auseinanderhalten. Also die Welt retten wollen, aber ein Relativpronomen nicht von einer Konjunktion weg können. Naja, aber ich schlage mich nicht nur mit so ignoranten Mitmenschen rum, sondern ich muss zugeben, die Arbeit in meinem Garten mit diesen ganzen querulanten Viechern und Pflanzen, das ist mir irgendwann einfach zu viel geworden. Ich habe mir dann entschieden, das ist jetzt zwei Saisonen her, habe ich mir gedacht, raus mit dem ganzen Quacks, ein Rasen muss her. Ein Premium-Rollrasen. Und dazu habe ich dann noch investiert in einen Rasenmäher-Roboter. Ja, weil da kannst du auf deiner Liege liegen und kannst dem beim Arbeiten zuschauen. Das ist doch schön. Ich meine, das ist auch eine Investition, das stimmt schon, aber da habe ich so einen kleinen Kredit aufgenommen. Das war so ein Wir-machen-den-Weg-frei-Kleinkredit. Und ich habe das einer Freundin vor kurzem erzählt, dann hat sie gesagt, ja, warum suchst du denn nicht endlich einen Mo? Aber ganz ehrlich, das habe ich ausprobiert. Also der letzte Mo, ich habe gesagt, der kannte mal einen Rasenmann, den hat sie in der ersten Kurve schon rausgeschleudert, Knöchel verstaucht, ich habe ihn in die Klinik gebracht und bis heute nicht mehr abgeholt. Nein. Ja, mit den Männern, es ist ja nicht so einfach, gell? Man geht ja heutzutage nicht mehr irgendwie in eine Bar und lernt sie kennen, sondern es geht ja alles nur so über das Internet, über Apps, über Tinder und so. Das habe ich noch nie verstanden, da musst du irgendwie so wischen und so. Hey, einmal falsch gewuschen und du hast dann Träg im Schachtel. Und ja, wirklich, aber was sie die auch für Typen da aus dem Internet rausfischt, also wenn das der Markt ist, ja, pfiertig gut. Das sind wirklich Typen dabei, da habe ich gar keinen Ausdruck dafür, wenn nicht ein großer Philosoph den passenden Begriff geprägt hätte. Der Philosoph ist der Gerhard Polt und der Begriff ist der vom Fadiseur. Ein Fadiseur, also so einer mit dem, so ein Typ mit dem Charme einer Zentralheizung, der durch bloße Anwesenheit schon jedes Tischgespräch zum Erliegen bringt. Mit der Haptik von einem Toastbrot und dem Esprit von einem Knäckebrot. Ja, das sind so Männer, wo selbst mir klar wird, warum es Schuhe mit Klettverschluss auch in Erwachsenengröße gibt. Aber, na, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich war eigentlich bei meinem Rasenmäherroboter. Auf dem bin ich wirklich stolz und dem, wenn ich auf der Liege liege, schaue ich dem gerne beim Arbeiten zu. Aber es ist so, irgendwann hat der immer so Kurst. Also so husten müssen. Und ich habe lange nicht verstanden, warum, bis ich dann gemerkt habe, aha, das war alle dann, wenn er wieder so eine Wühlmaus zerhäckselt hat. Ja, einmal hat er auch sich einen Igel vorgenommen. Da war gleich die ganze Elektronik im Arsch. Das war sehr ärgerlich. Und vom Nachbarn, der hat einen Pinscher. Da hätte er es einmal probiert, aber der war dann doch zu agil und der ist dann nur auf drei Haxen davor gehupft. Aber ich muss sagen, bellt die gesamte Gartensiedlung zusammen, das unerzogene Saufiech, also wirklich. Und mit meinen Nachbarn habe ich eh nur Ärger, also ganz schwierig. Ich habe ja eben gemerkt durch meinen Rasenmäherroboter, dass ich offensichtlich ein Wühlmausproblem habe. Ich wollte dagegen vorgehen, also tierlieb wie ich bin, ganz schonend, also mit Strom.
Ich habe dann mit viel Liebe und viel Volt, also meinen Rasen, so unter Spannung gesetzt. Der hat schon so leicht britzelt, da hast du noch gar nicht hinlangen brauchen. Na, aber jetzt war ich einmal nicht da, gell? Und dann ging er, also ungefragt, vom Nachbarn, die beiden Schratzen, einfach auf meinen Rasen. Barfuß. Ja, das Geschrei war groß, es war eh alles halb so wild. Die sind jetzt in dieser Klinik, da fangen sie schon. Aber ich meine, in was für Zeiten leben wir denn? Gingen einfach diese zügellosen Kinder in meinen Garten, diese Wohlstandsschratzen, das Waldorf-Geschwerl. Also ich habe gewusst, jetzt muss ich was unternehmen und muss mit meinem alten Zaun, der die Saugrippe nicht abhält, ich muss den entsorgen und was Neues muss her. Ich habe wieder investiert. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das da kennt, also in München, vor allem im Münchner Umland, sieht man das überall, nämlich ganz was Schönes, Gabionen. Sagt euch das was? Das sind so formschöne Gitterkonstruktionen und die werden gefüllt mit Steinen aller Art. Das ist ein wahnsinnig ästhetisches Gartenelement, das wirkt so beruhigend. Also meine Gabionen haben so eine Höhe von etwa 2,80 Meter. Nein, das setzt doch ganz neue Maßstäbe. Und ich bin so inspiriert von meinen Gabionen, dass ich jetzt schon einen Plan habe, was mein nächstes Gartenprojekt wird. Ich muss dazu sagen, also ich bin schon länger so auf buddhistischen Pfaden unterwegs, direkt in Richtung Erleuchtung. Und da ist es eigentlich nur folgerichtig, dass ich also im nächsten Frühjahr möchte meinen Rasen wieder rausreißen und alles auslegen mit Steinen. Feng Shui. Kies statt Gras. Stein statt Kraut. Weil wir haben nämlich angeblich Martin Luther schon gesagt, ein Mann soll in seinem Leben einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und einen Sohn zeugen. Das Weib aber darf sie ruhig ihren Garten zuschütten mit Storner, sich auf die Liegeflocke ein Bier aufmachen und sich kreuzweis am Arsch lecken lassen.